jetzt herzlich willkommen. Vor allem freue ich mich, dass wir nur so viel Verspätung haben für die Andacht, dass auch unsere Freunde, unsere ägyptischen Freunde eingetroffen sind. Der Kalimar mit Pater Sidorok. Der Priester der koptischen Gemeinde. Das war mein Wunsch, meine Hoffnung, dass das möglich sein würde, dass wir so miteinander auf dieses Reliquiar und den Stationenweg Felix und Regula einsegnen konnten, weil sie sind unsere Vorgänger, sie sind das Ursprungsland, aus dem Felix und Regula gekommen ist. Und ja, dass wir miteinander in dem Fall das begehen dürfen, das freut mich sehr. Ich heiße unseren Pater Sidorok und Herr Kalimar herzlich willkommen. Und vor allem auch noch möchte ich willkommen heißen unseren Generalvikar Josef Annen, der in den letzten Jahren dieser ganzen Idee auch samt Kirchenrenovation immer sehr gewogen und positiv gegenüber gestanden hat und das favorisiert hat und er jetzt zu dieser Segnung Felix und Regula. Auch das, diese Idee Bilderweg, die hat er in Zürich gestützt und hat uns somit auch wesentlich geholfen, dass dieser Bilderweg auch in Zürich angekommen ist. Wir singen miteinander zu Beginn den Kanon 683. Wäre schön, wenn wir mit den Vorsängern singen und wir so laut dann singen, dass man den Eindruck bekommt, das können wir auch im Kanon singen. Dann singen wir das nämlich dann auch noch im Kanon. Diese Seite, wenigstens zwei Stimmen. Mitten im Hunger und Krieg
Thank you.
Klaus. Hier in Vierfeld haben sie gerastet. Pfarrer Kohler hat in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch mit Unterstützung der reformierten Christen und Christinnen, den Regula-Pilgerweg ins Leben gerufen. Und er hat schon darauf hingewiesen, wir sind aufmerksam geworden in Zürich auf Felix und Regula und dürfen nun in diesen beiden Heiligen auch unsere gemeinsamen Vorbilder und Patrone finden. Und sie weisen uns eben hin auf die Quelle, aus der wir alle schöpfen, Jesus Christus. Ich möchte schließen mit einem herzlichen Dank. Zuerst an Pfarrer Kohler. Sie wissen, er hat viel Herzblut in die Wertschätzung und Verehrung der heiligen Felix und Regula, auch hier im Planerland gelebt. Ausdruck dafür ist nun das Reliquiar, das wir heute segnen dürfen. Und Ausdruck dafür sind die Bilderzipfel von Schwester Caritas, der ich für ihr wunderbares Werk von Herzen danken möchte, wie auch Herr Ambroschütz, der das Reliquiar hergestellt hat. Mögen immer wieder Menschen hierher kommen und hier nicht zuletzt auch in dieser Kirche zur Quelle finden, zur Liebe Gottes, die ihnen geschenkt ist. Aus der orthodoxen Liturgie ein Gebet. Ekdenie nennt sich dieses Gebet. Und wie in der orthodoxen Liturgie wird es durch den Subdiakon, der Kamelmaler, vorgetragen. Wie in der koptischen Kirche, so auch bei uns. Heilige Martyrer Felix und Regula, betet zu Gott für uns. Heilige Martyrer Felix und Regula, betet zu Gott für uns. Heilige Martyrer Felix und Regula, betet zu Gott für uns. O heilige Martyrer Felix und Regula, ihr Erstlingsfrüchte der Christianisierung unseres Landes. Gott hat uns, euch als ältere Geschwister, zum Vorbild gegeben. Geschwister im Blut seid ihr, Felix und Regula gewesen. Doch ein starkes Band der Geschwisterlichkeit im Herrn hat euch alle Grenzen überwinden lassen. Bei euch war nicht Mann noch Frau, nicht Herr noch Diener, nicht Ägypter noch Helvetier, sondern einmütig habt ihr als Kinder Gottes den Namen des Höchsten bekannt. Helft auch uns im Glauben eins zu werden und ihn zu bekennen. Auf höherem Befehl habt ihr zweimal die Heimat verlassen, um beim dritten Mal eure himmlische Heimat zu gewinnen. Helft auch uns zunächst, sein Reich und seine Gerechtigkeit zu suchen. Die Geißelung habt ihr durchgestanden. Helft auch uns, die Angriffe des Feindes zu ertragen. Das siedende Öl ist euch gekühlt worden. Bittet Gott, dass er das Feuer der Leidenschaft lösche. In der Nacht des Kerkers habt ihr dem Herrn gedankt. Helft auch uns, auf dem Herrn zu vertrauen, wenn uns die Nacht umfängt. Fruchtlos habt ihr dem Tyrannen die Stirn geboten und im Tode das Leben bezeugt. Helft auch uns, furchtlos Gott und seine Liebe zu bekennen. O ihr heiligen und furchtlosen Kämpfer Gottes, vor euren heiligen Reliquien versammelt, bekennen wir die unüberwindbare Kraft Gottes. Von euren Reliquien versammelt geloben wir, und nach eurem Beispiel bis zu unserer letzten Stunde an den Herrn zu wenden und mit euch zu beten. Deine Wege, Herr, zeige uns, und
deinem Pfade lehre uns. Leite uns in deiner Wahrheit und unterweise uns, denn du bist Gott, unser Retter. Ihm sei alle Ehre und Anbetung mit seinem anfangslosen Vater und seinem allheiligen guten und lebensspendenden Geiste, jetzt und immer da und in Ewigkeit der Ewigkeit. Amen. Wir befinden uns um das Jahr 300 in Ägypten, in Theben, dem heutigen Luxor. Die Römer rekrutieren die Legion, wie sie sich fortan Thebäische Legion nennt. Schwester, kommt sie auch. Entscheidung zum Kriegsdienst oder Zwangsrekrutierung bedeutet in einem solchen Fall Lebensentscheidung, Weggang ohne Wiederkehr. Das tangiert die Sippe. So ist im Gefolge von Felix auch seine Schwester Regula in Begleittrupp. Vom Felix und Regula-Lied auf der zweitintensten Seite singen wir viermal jetzt, nach jeder Bilderöffnung, die ersten fünf Zeilen von der ersten Strophe. Das römische Heer zieht gegen Gallien. Das Heerlager befindet sich im Wallis bei Semoris, dem früheren Agaunum. Die 6600 thebäischen Legionäre weigern sich, den römischen Göttern zu opfern. Sie werden als Christen entdeckt. Zuerst werden sie dezimiert. Schließlich erleiden alle den Märtyrertod. Auf Ratschlag des heiligen Mauritius brechen einige auf, so auch Felix und Regula. Wir singen.
Sankt Felix und Sankt Regula. Felix und Regula überqueren die Alpen und gelangen in die Gegend des Glanerlandes. Im Tierfeld und hinter Lintal sollen sie an der Quelle geruht und sich erfrischt haben. Auf dem Bild liegen neben Regula eine Schriftrolle. In Griechisch stehen die Worte Jesus Christus. Ein Hinweis darauf, dass sie sich nicht nur an einer Wasserquelle erlaben, sondern eine innere Quelle ihr Leben ist. Wir singen. Und Regula gelangen auf ihrer Flucht nach Turicum, Zürich. Sie verkünden die frohe Botschaft des Evangeliums. Sie taufen. Ein treuer Gefährte tritt an ihre Seite, Exuperantius. Sie werden entdeckt und vor den Richter Decius gestellt. Trotz Folter ließen sie sich nicht zum Opfer an die römischen Götter Merkur und Jupiter zwingen. Auf Befehl des Kommandanten, der Häscher Decius, wurden sie daraufhin im Richtturm in der Limmat enthauptet. Engel hätten danach die Leiber der Enthaupteten, die ihre Köpfe in den Armen trugen, genau 40 Ellen den Berg hinaufgetragen, wo sie begraben wurden. Kaiser Karl der Große ließ um 800 über ihren Gräbern das Großmünster errichten. Wir singen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir preisen dich in deinen Heiligen. Ihr Leben ist uns ein Vorbild. Ihre Fürbitte erwirkt uns Hilfe. In ihrer Gemeinschaft erwarten wir das Erbe der Kinder Gottes. Segne dieses Reliquiar der heiligen Felix und Regula.
Segne auch die Bilder, die ihr Leben und ihr Martyrium darstellen. Gib, dass wir sie nicht nur an diesem Ort ihrer Verehrung anrufen, sondern sie auch nachahmen und wir so treue Zeugen und Zeuginnen deiner Wahrheit und Liebe werden. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache Hilfe und Schutz. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir rufen zu Jesus Christus, der den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und der Erde erschaffen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und nun an sie in Ewigkeit. Auf die Fürbitte der heiligen Felix und Regula und aller Heiligen segne und behüte euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Felix und Regula Rietzinger möchte ich herzlich danken allen, die beigetragen haben zum heutigen Tag und jetzt auch ganz
speziell, konkret zu dieser Segnungsstunde, wo wir Bilder und Reliquiar einweihen dürfen. Allen OK- und Festverantwortlichen, allen Gästen, allen Spender und Geber, allen denen, die das möglich gemacht haben, denen, die direkt betroffen ist, hat leider nicht können da dabei sein, der Pfarrer Schreiber, der ja mit seiner Jubiläumsgabe zum 50-jährigen Priesterjubiläum gesagt hat, das schenke ich dieser Kirche, wo meine Eltern gross geworden sind, in einer, wo sie noch in Rüti gelebt haben. Dann alle denen, die geschafft haben für das, Schwester Caritas, bin natürlich glücklich, dass sie heute ihr Werk unter uns auch zum ersten Mal haben dürfen sehen. So. Und dann am Friedi Ambroschütz, der Künstler aus Iona, auf den ich gestoßen bin, das Kloster Uznach, nachdem ich meine beiden früheren Künstlerfreunde durch den Tod verloren habe, der Gaminada oder der Spichtig. Ja, sind wir ganz glücklich, dass wir in ihnen einen neuen Künstler gefunden haben, der jetzt sich auch damit beschäftigt, an der Felix- und Regula-Quelle hinten die Skulptur verwirklichen, für die wir heute auch die Opfergabe aufgenommen haben. Danke für Ihr Mitbeten, Mittragen. Danke vor allem auch denen aus den reformierten Kirchen, die die Idee, den Gedanken, den Gang unterstützt haben, durch Mitkommen auf den Gang, durch Einsatz in ihren Behörden und so. Das ist ein grosses, grosses Geschenk, dass wir so ökumenisch in einem Miteinander dürfen das realisieren. Auch, dass Pater Isidoro heute noch den Weg mit dem Herrn Kanon Mayer zu uns unter den Weg genommen, unter die Füße genommen hat, unter die Rede genommen hat, zum dahinter zu kommen, und auch am Josef Allen nochmal ganz herzlichen Dank auch für alle Unterstützung und für deine Gegenwart. Das ist uns viel wert. So, danke auch Organistin und Vorsängerin heute Morgen schon und jetzt da wieder. Und wer hier